Hallo und herzlich willkommen. Am Wochenende habe ich einen Apfelschmandkuchen gemacht und habe, wie ich es so oft tue, gleich noch ein paar Gläschen dazu gemacht, weil ich immer jemandem etwas mitbringe. Damit habe ich die Haltbarkeit dieses Kuchens, der ansonsten immer nur ein paar Tage hält, um 2 bis 3 Wochen verlängert. Und während ich das so machte, dachte ich, das könnte euch vielleicht auch interessieren. Also habe ich mittendrin angefangen, es aufzunehmen und das zeige ich euch jetzt. Es geht hier um einen Apfelkuchen, den man traditionell nicht einkochen würde. Denn der Apfelkuchen beinhaltet einen Mürbeteig, dann eine Schicht Äpfel und obendrauf auch noch eine schöne Schmandschicht. Er schmeckt wirklich sehr lecker. Aber einkochen lässt sich das Ganze eigentlich nicht, denn aufgrund dieser Struktur, das heißt, wir haben den Mürbeteig, da ist Mehl drin, dann haben wir die Äpfel, da ist richtig viel Feuchtigkeit drin, dann haben wir den Schmand, da ist auch Feuchtigkeit drin, es besteht aus Eiweiß und so weiter, lässt sich dieser Kuchen eigentlich nicht wirklich einkochen. Was man aber damit machen kann, man kann ihn aufgrund von Hitze und Ausschluss von Luft und durch kühles Lagern die Haltbarkeit verlängern, denn so ist dann die Haltbarkeit, wenn man ihn dann im Glas hat, bei 2 bis 3, vielleicht sogar 4 Wochen. Also bei uns übersteht er meistens keine 3 Wochen, weil er dann gegessen ist. Aber so kann ich diesen Kuchen nehmen, kann ihn unseren Großeltern geben, die stellen ihn in den Kühlschrank und wenn sie dann Lust drauf haben, können sie ihn essen. Das Rezept, was ich euch jetzt zeige, ist exemplarisch für ähnliche Kuchen mit ähnlichen Zutaten und wird auch von der Haltbarkeit her ähnlich enden. Da mir aber erst, während ich es machte, einfiel, dass ich das ja mit dem Video begleiten kann, startet das Ganze an dem Punkt, wo ich den Mürbeteig ausrolle. Glücklicherweise wissen viele, wie man einen Mürbeteig macht. Das ganze Rezept findet ihr unter dem Video und wir legen einfach mal da los, wo der Mürbeteig ausgerollt wird. Ich rolle den Mürbeteig dünn aus. Das Glas, das ich benutzen möchte, ist so eines. Das hat ein Theo 82 und ich muss jetzt eine Schüssel finden, die etwas größer ist als dieser Deckel. Da ich keinen so einen ganz breiten Rand möchte oder hohen Rand, habe ich mich für eine von Stefans Monstertassen entschieden. Die sind ein bisschen größer als dieser Deckel und damit steche ich jetzt meinen Boden aus. Und der kommt jetzt ins Glas. Möglichst mittig. Was manchmal gar nicht so einfach ist. So. Doch ziemlich hoch geworden der Boden, aber ich denke, das ist genau richtig. So sieht es dann aus. Und das mache ich jetzt bei allen 4 Gläsern. Ich kümmere mich übrigens nicht, wie ihr seht, darum, den Boden zu bemehlen oder da irgendwelche Butter oder sowas reinzutun, denn ich weiß ja, dass der ganze Kuchen aus dem Glas gegessen wird und da ist es dann sowieso egal. Mein Kuchen für heute muss ich natürlich auch noch machen. Der wird dann danach gemacht. So. Jetzt sind sowohl der Kuchen als auch meine 4 Gläschen mit dem Teig fertig. Jetzt mache ich mich an die Äpfel. Für die geschnittenen Äpfel mache ich immer eine kleine Pfütze mit Wasser und tue da immer etwas Vitamin C rein. Man kann auch Zitronensaft nehmen, aber ich nehme meistens Vitamin C. Und da kommen dann die geschnittenen Äpfel rein. Jetzt schneide ich den Apfel. Wie ihr ja wisst, benutze ich gerne nette Hilfsmittel dazu und in diesem Falle ist das meine Apfelschälmaschine. Diese Geräte gibt es schon sehr, sehr lange und die schälen und schneiden den Apfel gleich in Scheiben. Jetzt noch ein Messer für die Stückchen. Und dann mache ich mich an die Füllung. 400 Gramm Schmand. Ein Päckchen Vanillezucker, 25 Gramm Saft, 20 Gramm Stärke und 70 Gramm Zucker. Saft ist natürlich Zitronensaft und außerdem fehlt das Ei. Und dann wird gemischt.
Boden mit der Gabel mehrfach einstechen. Äpfel drauf. In diesem Falle ist da viel Luft dazwischen, das ist aber nicht so schlimm, weil da nämlich die schöne Schmandcreme reinkommt. Und ganz wichtig, Ränder abwischen. Denn wir wollen die Gläser danach direkt verschließen. Das heißt, wir wollen möglichst nichts auf dem Rand haben, damit das Vakuum sich auch bildet. Dann stellen wir das Ganze auf ein kaltes Blech oder Rost. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Das ist jetzt unser Kuchen. Der ist richtig heiß und hier blubbert er sogar noch ein bisschen. Das hier ist ein richtig nasser Twist-Off-Deckel und den drehen wir jetzt auf. Warum muss der nass sein? Der muss nass sein, damit die Dichtung geschont wird. Die könnte nämlich sonst verbrennen und dann gibt es kein Vakuum. So, jetzt ist das Glas in sich geschlossen und hier drin so heiß, dass sich alle Mikroorganismen, die in der Luft sind, sozusagen in Luft auflösen. Und damit ist das Ganze in sich verschlossen, bildet eine Art Unterdruck und damit ist es länger haltbar als sonst. Da ich weiß, dass die Frage ohnehin kommen wird, beantworte ich sie lieber gleich. Wie lange ist denn das Ganze nun haltbar? Das ist genau das, was man nicht ganz so genau sagen kann, denn es hängt immer davon ab, was für einen Kuchen man macht. Bei diesem Kuchen weiß ich jetzt, der ist ungefähr 3 Wochen haltbar. Ich gehe davon aus, dass er die 4. Woche voraussichtlich meiner Erfahrung nach nicht unbedingt übersteht. Aber bei anderen Kuchen kann das wieder anders sein. Käsekuchen kann vielleicht auch mal 5 Wochen haltbar sein und ein ganz anderer Kuchen ist vielleicht nur 2 Wochen haltbar. Das Wichtige daran ist, der ist in jedem Falle länger haltbar, als er das wäre, wenn man ihn einfach nur so in der Tupperdose hätte, weil da halten diese Kuchen normalerweise nicht länger als 3 bis 4 Tage. Und dadurch, dass man die Haltbarkeit auf 2 oder mehr Wochen verlängert, kann man diesen Kuchen eben auch mal auf Vorrat kochen, fürs Wochenende vorbereiten, Leuten mitbringen und denen damit eine Freude machen. Und zu guter Letzt, man muss sich mit diesem Kuchen keine Sorgen machen, darüber, ob man den vielleicht isst und er ist gar nicht mehr ganz gut und hinterher wird einem schlecht. Denn wenn dieser Kuchen schlecht wird, dann sieht man das, schmeckt man das und was gibt's noch? Man riecht es. Also es ist wirklich ganz deutlich, wenn es schlecht wird. Insofern, in dem Moment, wo man rangeht und sagt, oh, nee, ist vielleicht das Vakuum gezogen, es ist noch alles, sieht okay aus, man macht ihn auf und riecht dann, dann tut man ihn halt weg. Aber wie gesagt, das dauert eine Weile, bis das passiert. So, und dieser Kuchen ist jetzt über, alle anderen wurden schon verteilt und den werde ich jetzt mal aufmachen und euch zeigen. Aha. So sieht er nämlich aus. Da ist diese schöne Schmandcreme drauf und jetzt gucken wir mal, ob der schmeckt, noch schmeckt. So. Mmh. Wisst ihr, was Klaus gerade gemacht hat? Nein, ist überhaupt nicht so. Der schmeckt richtig lecker. Also ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr ein bisschen was gelernt habt und vielleicht macht ihr das ja mal nach. Tschüss!